Ja, willkommen zu einem neuen Part Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind kurz vom Schiff und ja, ich bin Osgreece zum Schiff, wie gesagt, zurückgegangen. Und das hat mich wieder neu erleben lassen, was ich am meisten an diesem Spiel kritisiere. Warum gibt es bei den Kontrollpunkten keine Teleportationsfähigkeit, wie das Bloodborne, Dark Souls, Sekiro etc. haben? Weil jetzt stellt euch mal vor, auf Datumir ist das besonders krass. Es gibt hier ja 5 Ebenen. So, jetzt stellt euch mal vor, ihr wollt hier 100% holen, wie ich das jetzt gemacht habe. Und euch fehlt was in Ebene 5. Dann müsst ihr erstmal da ganz runter. Von Schiff aus, ne? Das ist schon nervig genug. So, dann seid ihr da unten, findet das Teil und ihr müsst den ganzen verschissenen Weg von Hand auf wieder. Also man muss quasi das ganze Gebiet durchspielen. Wieder. Verstehe ich nicht, warum man keine Teleportationsfähigkeit hier reingebaut hat. Also das Spiel ist super awesome, aber das ist ein dicker, fetter Minuspunkt. Aber weiter geht's. Du Wir hast haben ja es einen gefunden. Gast. Wow, wer ist das? Will er uns irgendwas damit sagen? Dass ich mich euch anschließe. Sia, Grease, das ist Marin. Sie ist doch eine Hexe, oder? Eine Schwester der Nacht. Deine Angst ist völlig unbegründet. Ohne sie hätte ich das Astrium nicht. Wir haben Malikos bekämpft. Ich traue ihr. Und wir trauen dir. Du musst dir das verdienen. Okay, na schön. Komm und setz dich. Aber wehe, sie stellt was an. Willkommen an Bord. Sie mögen dich. Etwas. Ich verstehe nicht, was du sagst. So, und was muss ich jetzt tun? Mit dem Astarium. Wir können erstmal hier. Schön. Sind 6 Samen genug, Grease? Oh ja, völlig. Absolut angemessen. Solider Durchschnitt. Reicht gerade mal so. Ich verstehe schon. Vielleicht finde ich noch mehr. Wie viel gibt es überhaupt? 9 oder wie sieht das aus? 10 wahrscheinlich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da ist noch ein Platz. 7, 8, 9 gibt es wahrscheinlich. Naja, bestimmt auf Kaczyk und auf. Allerdings, wie heißt es? Gibt's die letzten? Oh, wie heißt der Scheiß? Zepho, genau. So. Ich save hier mal kurz. Und ja, wir ändern mal die Farbe des Lichtschwerts. Dieses Hellblau gefällt mir nicht so. Wir nehmen mal das solide, normale Blau, was es in jedem Star Wars-Film zu sehen gibt. Hatten wir in diesem Spiel noch gar nicht, deswegen nehmen wir das mal. Wir haben auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel vor uns. Weil wir haben das Astarium. Cal, begleitest du mich? Manchmal benötigt das Auslassventil ein wenig Wartung, aber ansonsten macht es kaum Probleme. Grease ist endlich mal draußen. Da ruhe ich mich gleich etwas aus. Ja, ihr beide habt zu viel Zeit miteinander verbracht. Jetzt ist es an Marin, seinen Charme zu genießen. Na, ob sie das schafft? Er ist abergläubisch genug, sie gewähren zu lassen. Naja, verhältnismäßig. Jetzt will ich auch Magie lernen. Ich bitte dich. Worüber denkt ihr nach? Wie still es hier ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Grease nicht an Bord ist. Oder was anderes. Der steht da hinter gut dir. Oder schlecht? Das weiß ich nicht. Ich bin nicht sicher, ob es mir gefällt. Stille ist seltsam, wenn man sie nicht sucht. Am liebsten würde ich die Räume mit der Musik meines Halligset erfüllen oder so. Ja, ihr solltet wieder spielen. Vielleicht. Zurzeit fühle ich mich aber nicht danach. Ich wollte schon immer ein Instrument lernen. Könnt ihr es mir beibringen, wenn alles vorbei ist? Warum nicht? Gerne. Okay, aber wo soll ich jetzt genau hin? Ich gehe mal zur Planetenauswahl. Da. Der BD steht hier schon. Wohin? Wohin? Genau. Ist da noch Pogano? Öffne das alte. Ach so, okay.
Ja, wir haben halt drei Planeten mit 100%. Wir könnten theoretisch den Rest auf Sefo und Kaczyk machen, aber ehrlich gesagt, wir haben gerade Datumir gemacht. Deswegen machen wir etwas Story weiter. Hat jemand vorhin auch dieses Geräusch gehört? Ich habe nichts gehört. Aber meine Meditation lässt mich viele Ablenkungen ausblenden. Ich weiß nicht. Das ist kein Geräusch, das die Mantis macht. Außerdem kam es irgendwie von innen. Ein blinder Passagier? Der müsste ziemlich klein sein, Grease. So groß ist das Schiff auch nicht. Vielleicht? Möglich? Ich vermisse neuerdings auch Lebensmittel. Es riecht komisch. Riechen denn Droiden? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Essen tun sie jedenfalls nicht. Höchstens das Scrap Metal. Ich werde das untersuchen. Sobald ich was finde, sag ich's ihnen. Unbedingt. Okay. Auf noch Bugano wieder mal. Wenn wir wieder zurückkehren, hätte ich da mit jetzt die 100% verknüpfen können. Naja, ist egal. Wir haben sie jetzt schon und gut ist. Hatte auch zwei Stim zur Folge. Setz dich, Junge, wir landen gleich. Das hat uns sehr geholfen. Hätte ich die nicht eingesammelt, wüsste ich nicht, ob ich Dings, diesen Jedi aus Datumir besiegt hätte. Wird das funktionieren? Es ging bei Cordova. Du kannst es möglich machen. Sie hat recht. Oh, hey, hat hier jemand Hunger? Ich wollte gerade ein paar Skasteaks braten. Tut mir leid, störe ich irgendwie? Nein, Captain. Und wir wären ohne sie nie so weit gekommen. Oh, also... Das ist wahr, Grease. Dankeschön. Hey, ich hoffe, dass ihr dieses Holo-Ding da drin findet. Holocron. Bist du sicher, dass du es finden solltest? Was meinst du denn? Die Kinder auf der Liste. Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest, werden sie dann nicht gejagt wie du? Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Mit ihr besiegen wir das Imperium. Oh, hey, kleine Planänderung. Wir sind angekommen. Oh, Grease. Ja? Ich mag mein Steak rare. Okay, ja, das hört sich gut an. Okay. Ich bin ja gespannt, ob sich irgendwas auf Bugano verändert hat. Wenn nicht, dürfte ich ziemlich gefahrlos zum Gewölbe kommen. Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Und was? Die Energie hier ist anders. Anders als Datumir. Ja. Datumir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bugano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bugano ist speziell. Die Sefo haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holocron wartet. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Wenn das Imperium an diese Liste kommt, ja. So, ich brauche den schnellsten Weg zum Gewölbe. Mal gucken, ob ich es noch auf die Kette kriege. Da ist das Gewölbe. Ja. Kann ich hier rüber jumpen? Ja, ne? Oh, das ist vielleicht ein bisschen weit. Ja. Aber... Hier ist ein Save-Punkt. Bugano ist schon ein bisschen eine Weile her, seit ich hier die 100% gesammelt habe. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich zum Gewölbe komme. Ah, okay. Das ist schon mal ein guter Ansatz.
Würde ich sagen, oder? Genau, da kann ich hochklettern. Bin ich oben? Beim Gewölbe? Ja, da oben ist es. Schön. Ich bin schon gespannt, was mich da drin erwartet. Das war knapp. Kann ich einen Stim kriegen, Kumpel? Naja. Kleine Überraschung auf dem Weg zum Gewölbe. Ah, den kennen wir ja schon. Ich spüre was Seltsames. Das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium. Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Okay. Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht. Nee, das ist richtig. Ich hätte die Liste jetzt einfach hier drin gelassen. Das Imperium kommt doch dann nie dran, wenn ich dieses, den Schlüssel quasi besitze. So, ich bin drin. Ich muss nach unten, oder? Wo bin ich hier schon richtig? Ich glaube, ich bin richtig. Das ist wie ein riesiges Holocron. Irgendwas ist mit der Wand. Ja, das ist ein Loch. Ja, sehen wir nach. Wo ich durch kann. Oder? Nee, doch nicht. Was zum Teufel? Diese Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden, dies ist unsere große Hoffnung. Okay. Das kommt einem stark bekannt vor. Immer wenn irgendwelche Rassen große Macht hatten, so hat diese Macht dafür gesorgt, dass sie ausgelöscht wurden. Ich werde sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis? Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis? Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Ist das eine Zukunftsvision? Ich bin selber noch Padawan, wie soll ich Meister werden? LOL. Sind das alles tote Jünglinge? Sie kommen. Weitergehen. Passt auf euch auf. Also wenn das eine Zukunftsvision ist, ist sie ziemlich düster. Jünglinge fangen. Den Rest umlegen. Schnell, weiterfeuern.
Okay. Krass. Sucht weiter. Sie können nicht weit sein. Ziel gesichtet. Hilft mir, Meister Kestis! Brücke vor. Oh, düstere Zukunft, die müssen wir abwenden. Ausschwärmen, da sind noch mehr. Erfe, du kannst dich nicht verstecken. Hab ich dich. Ah. Ihr miesen Bastarde. Ich halte es für immer mehr eine schlechte Idee, diese Liste zu holen. Verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie. Was für Teufel? Und Triller will ich wieso kein Wort glauben. Die ist absolut kaltblütig. Da. Was wird jetzt geschehen? Ihr werdet alle sterben. Meister Kestis, warum? Ich will heilen. Naja, der Super-GAU wäre, wenn die alle den Imperium in die Hände fallen und dann alle zu Sith ausgebildet werden. Wie sie es mit Triller getan haben. Und toll. Was? Was geht jetzt? Warum ist mein Lichtschwert rot? Was zum Teufel ist... Warum ist mein Lichtschwert rot? Als ob Kael ein Sith wird. Alles klar. Er hat doch vor kurzem erst die dunkle Seite in sich besiegt. Ja, und nun? Bitte? Was hast du? Lol, ist das das, was ich haben wollte? Ich hatte schon befürchtet, dich hier zu sehen. Oh, wie ungewöhnlich vorausschauend von dir, Padawan. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracker nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lass dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast, ich bin sehr stur. Oh, sie hat auch ein Doppellichtschwert. Mal gucken. Ah, sie kriegt auch Damage von mir. Na
Also noch ist es nicht so schwer. Okay, das war zu gierig. Ich kann ja meine Macht ein bisschen racen. Durch den Stimbehälter wird die wieder aufgefüllt. Das war gar nichts. Hat Ziel dich nicht trainiert? Nein. Ich habe mich selber trainiert. Stim. Du wirst nicht mehr lange stehen. Es ist korrekt. Ja, sie ist ein bisschen zu agil für den Superangriff. Immer noch auf der Flucht. Sie wird zu gierig. Wenn ich ihre Deckung durchbreche. Ich bin dir ebenbürtig. Und jetzt hat sie verloren. Aber sie hat den Würfel. Oh, sei vorsichtig. Es kommt direkt aus der Hölle. Was zum Teufel? Was passiert hier? Geht nicht. Wir dürfen uns nicht trennen. Bleiben wir zusammen. Nein. Ich locke sie weg und kehre dann auf einem anderen Weg zurück. Bleib bei den Jünglingen, Triller. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht! Lol. Was wird jetzt passieren? Alles okay. Rückblende für Triller. Alles okay. Was zum Teufel? Das ist das Erlebnis, was hier dafür zugebracht hat, der Macht zu entsagen. Sie hat vor Wut alle Sturmtruppler nämlich umgelegt. So. Stimm zu mir, bitte. Aber Triller ist weg und hat den Holocron. Das ist nicht gut. Um es mal milde auszudrücken. Muss so ein Schiff zurück, ne? Ja. Aber was war mit ihm los, als er das Schwert von ihr gegriffen hat? Das war irgendwie total seltsam. Ach, da kommt das Empfangskomitee. Was für der scheiß Frosch hier? Ich bin fertig mit denen. Nicht nachlassen. Ich kann ihn kriegen. Der Frosch soll mich in Ruhe lassen. So, der Frosch ist weg.
Schlägt auf ihn! Immer drauf, weiter Feuer! Ich lass nicht zu, dass du mich eliminierst. Sieht aus, als wärst du verwundet. Ein ordentlicher Treffer. So, da hinten sind noch welche. Ich bin auch alleine mit dir fertig. Greif ihn an, schnell! Ich bin an ihm dran. Habe einen Treffer erzielt. Der Jedi ist geschwächt. Ich bin an ihm dran. Oh, jetzt erholt er sich. Ist da jemand? Ganz egal wer. Hilfe? Ganz egal wer. Brauchst du auch nicht, weil ich einfach hier jetzt runterspringe und weg bin. So. Zurück zum Schiff. Komme ich so, ne? Alter, was war das für ein Mega-Leck gerade? Hiermit bestätigt. Kommt schon, lasst euch nicht von ihm erwischen. Lol, ich bin runtergefallen. Wo bin ich jetzt hier? Ah, okay. Lass mich raten, mein Schiff sind auch Imperiale. Nicht? Okay. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir uns dann auf die Verfolgung von Triller und holen uns das Holocron zurück. Ich glaube, wir sind kurz vorm Finale. Bis dahin und ciao, Leute.